Stolberg in der Voreifel. Die beiden Politessen Ute Kaufmann und Marion Becker sind hier täglich im Namen der Stadt unterwegs. Sie sorgen dafür, dass hier niemand ordnungswidrig seinen Wagen abstellt, denn Parken in der Fußgängerzone verstößt gegen das Gesetz. Das ist ja eine Fußgängerzone. Genau. Ja, dann eine Minute, aber schnell. Okay. Ja. Ja, also es ist halt so, dass der junge Mann hier sein Fahrzeug abgestellt hat. Ich habe ihn halt zurückgerufen, er kommt auch schon. Ja. Und ihn darauf hingewiesen, dass hier also kein Parkplatz ist, dass hier eine Fußgängerzone ist. Und er sagt, er kommt nur jemanden abholen und da kommen sie auch schon. Ne? Richtig. Wirklich nur eine Minute gewesen. Ne? Ja. Richtig. Habe ich gerade auch so gesagt. Ja. Gerade noch mal Schwein gehabt. Ja, das muss man auch. Man muss dann auch wirklich, wenn man es schon erlaubt, stehen bleiben und abwarten, weil es kommt natürlich auch vor, dass man an der Nase herumgeführt wird. Ne? Also, dass die Leute dann sagen, ja, ich komme ja gleich und die kommen einfach nicht mehr. Ne? Also, das haben wir auch schon erlebt. Der nächste Parksünder kommt wohl nicht so billig davon. Ach, hier hat gar kein Parkschein. Also ohne Parkschein ist 10 Euro. Ne? Und was ja auch toll ist, die Stadt Stolberg bietet ja auch dieses sogenannte Brötchenticket an. Wenn das schon drin liegen würde, dann hätte er schon ein Ticket, ohne einen Cent zu bezahlen. Ne? Aber hier liegt ja gar nichts drin. Ne? Mit einem Brötchenticket kann man 20 Minuten kostenlos parken. Einzige Voraussetzung, es muss sichtbar im Auto liegen. Ja. Sie hätten ja auch das kostenlose Ticket reinlegen können. Nein, es liegt nicht drin. Ja, dann gucken Sie mal. Vielleicht hast du nicht gesehen. Also das habe ich reingemacht. Da bin ich extra für gewesen. Das liegt hier drin. Da liegt es. Auf dem Sitz. Das ist Winddeck geflogen. Sehen Sie? Ja. Aber ich glaube, ich bin trotzdem drüber, weil wir leider da an der Kasse standen. Ja, genau. Und bei einem kostenlosen, dann schreiben wir eigentlich sofort auf. Sie kriegen ja schon 20 Minuten von der Stadt Stolberg geschenkt. Ja, das ne? ist deswegen, okay. Ne? Ja, genau. Ich war ja so willens. Ist es. Ja, normal, ja richtig. Normalerweise die Mühe haben sie sich gemacht, genau. Ja, normalerweise auch richtig. 20 Minuten locker daraus, aber ja. Es war leider ein bisschen viel los. Willens oder nicht, die Politessen bleiben hart. 10 Euro Strafe kommen auf die Falschparkerin zu. Also wir sagen nichts, wenn einer trotzdem bei einem kostenlosen mal eine Minute noch überzieht. Genau. Aber wenn es dann schon 10 Minuten sind, dann ist es schon eine halbe Stunde. Und wie gesagt, da müssen andere 60 Cent für einwerfen. Ne? Und dann irgendwann müssen wir mal sagen, jetzt ist es gut. Die nächsten beiden Parksünder haben ihre Fahrzeuge besonders dreist abgestellt. Also hier ist komplettes Halteverbot auf beiden Seiten. Hier auch, hier haben wir einen Wendeplatz. Das heißt, wir haben ja keine Möglichkeiten, hier zu drehen. Und deshalb sollte dieses Stück hier frei bleiben, wie es auch da steht, Wendeplatz, damit man hier drehen kann. Wir haben noch einen Taxistand ganz vorne und eine Bushaltestelle. Und die Bushaltestelle darf man ab 3 Uhr darf man dann da halt parken. Bis 3 Uhr darf man da auch nicht stehen. Es ist erst 20 nach 10 und jetzt darf natürlich keiner da stehen. Im Halteverbot stehen nicht nur ein, sondern gleich zwei Wagen. Doch die Politessen kennen ihre Stolberger. Junge Frau! Kommt gelaufen. Ja. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Über Taxi und Halteverbot, ne? Das geht nicht. Ja. Gleiches Recht für alle, ne? Ja, das ist okay, ich war weg. Ja. Ja. Also den nehme ich dann jetzt mal auf. Also der steht schon eine ganze Zeit lang hier an der Bushaltestelle. Ich guck mal. Hat man jetzt auch genug Beobachtungszeit, ne? Ob ich da irgendwie einen Hinweis finde, warum und weshalb, kann ja sein, dass mal was Besonderes ist, aber scheint ja nicht. Dann nehmen wir den mal auf. Ja. Die Politessen protokollieren den Falschparker. Ihm ist ein Bußgeld sicher. Da der Wagen niemanden behindert, muss hier noch kein Abschleppunternehmen gerufen werden. Parken an einer Bushaltestelle sind erstmal 10 Euro. Es sei denn, ich komme nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde noch mal wieder und das Fahrzeug steht immer noch hier, dann erhöht sich das. Dann sind es dann schon 15 Euro und immer mehr. Es wird immer teurer, sagen wir mal so. Ne? Ja. Hier parkt ein weiterer Wagen im Halteverbot. Seit mindestens 2 Stunden haben Ute und Marion ihn schon im Visier.
Also den haben wir jetzt, weil wir auf dieses Fahrzeug hier so lange haben warten müssen, habe ich festgestellt, dass dieses Fahrzeug mindestens genauso lange hier steht. Und so wie der hier parkt, der parkt nicht anders als wie der jetzt gerade. Nabens. Nabens, Abschleppunternehmen ist bestellt. Ich habe es gerade eben ausgedacht. Nee. Wir stehen jetzt da seit über anderthalb Stunden an einem Fahrzeug, was wir gerade abgeschleppt haben. Und da ist nichts be- oder entladen worden. Ne? Also das ist nun mal so. Ne? Ich brauche trotzdem mal die Personalien, bitte. Schließlich ist der Abschleppwagen schon bestellt. Und den muss der Mann jetzt auch zahlen. Also wenn einer be- und entladet, das ist in Ordnung. Das können sie auch machen. Aber wir stehen genau gegenüber schon fast. Von 5 vor 5. Ja, ist, ja? Ist so. Sonst würde ich das nicht sagen. Da sind etliche Gäste gekommen und all die Vergessenheit auf einmal. Kein Problem. Vielen Dank. Ja, bitte. Also wie gesagt, Sie wissen, also wir sind ja nicht diejenigen, die man für 15 Minuten. Aber wenn ich stehe, was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Ja, Sie haben doch einen schönen Parkplatz, oder? Bitte? Sie haben doch hier einen guten Parkplatz, ne? Ich finde was. Okay, alles klar. Genau. Er weiß, dass ich recht habe und diskutiert nicht lange rum, ist einsichtig und dann ist das auch in Ordnung. Und trotz Einsicht wird auch dieser Parksünder die empfindliche Strafe von 80 Euro Anfahrtskosten plus 20 Euro Bußgeld zahlen müssen. Da kennen Ute und Marion kein Pardon.